Hallo und willkommen zurück zum neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Kapitel-Review und zwar zum Gigant Kapitel 21. Der Kampf ist vorbei, der Gott der Zerstörung ist tot. Wir sehen nochmal der wurde jetzt zwei Hälften gerissen, die zwei Hälften herumliegen, wie das Blut da tatsächlich noch so raussprudelt, wirklich in Massen. Papiko macht sich währenddessen wieder klein und trifft dann auch wieder auf den Yoko. Dazu kommen dann noch Yokos Eltern und der Yoko stellt Papiko dann auch mal vor, dass das seine Freundin ist. Man merkt schon, die Mutter von Yoko, die ist nicht so begeistert von Papiko. Die war aber allgemein nicht so wirklich begeistert, dass der Yoko eine Freundin hat. Wie gesagt, da war der Vater immer mehr auf Yokos Seite. Wie gesagt, das wurde schon mal ein paar Kapitel davor so angesprochen. Es wird dann noch kurz darauf eingegangen, dass sich Papiko groß und wieder normal, auf die Normalgröße machen kann. Und dann haben wir auch eine Seite mit Mochi. Der ist ja weiterhin zu Hause und schaut Fernsehen. Und da sehen wir jetzt, was in den USA passiert. Nämlich dieser Typ aus den USA, der sich groß machen kann. Der kämpft gegen das Marshmallow-Monster. Und wir sehen, dass diese Typen aus der Zukunft, beziehungsweise die Leute, sich groß machen können, doch irgendwas Besonderes können, denn der Typ schießt eine energieartige Blitzkugel auf das Marshmallow-Monster, was allerdings ausweicht. Das soll wohl auch eine Anlehnung und Anspielung an Ultraman sein, da schießen die auch so. Übrigens, wenn wir uns ganz genau das Bild mal anschauen, der Ultraman hält das ja irgendwie so. Erinnert auch ziemlich stark an die Giganten aus Gans, wenn die ohne ihre Rüstung gekämpft haben, da haben sie sich auch irgendwie auf den Arm gedrückt und dann diese Blitze geschossen, nur bei denen waren es halt so richtige Blitze, bei denen aus Gigan, zumindest bei dem aus den USA, der schießt da solche Energiekugeln. Das ist also mehr an Ultraman angelehnt. Ist auf jeden Fall ganz nett. Da wurde ja auch schon mal vorher drauf eingegangen, dass Papiko damals als Kind auch lieber Ultraman geschaut hat als Pretty Cure oder andere Mädchensachen. Jedenfalls die vier, also Yoko, Papiko und Yokos Eltern, die machen sich auf den Weg nach Hause. Papiko will erstmal allein nach Hause und weiß auch gar nicht, was so passiert, weil sie ist ja mit zum Teil davon für die Zerstörung zuständig. Sie hat ja auch ein paar Sachen im Kampf zerstört. Aber da sagt der Yoko, ja, darum soll sie sich keine Sorgen machen und sie soll erstmal mit ihm mitkommen. Tatsächlich kommt auch eine Taxe vorbei, mit dem die vier dann weiterfahren. Und daraufhin fängt dann Yokos Mutter an, Papiko auszufragen. Und damit endet das Kapitel. Wir merken aber richtig so, dass Yokos Mutter überhaupt nicht von Papiko begeistert ist. Auch in der Art, wie sie die Fragen stellt und wie sie wirklich gezeichnet ist, dass sie sehr misstrauisch und sehr, ja, so abwertend Papiko anschaut, schon als sie Papiko fragt, ja, warum hast du da, was ist da für eine Frisur, bist du in irgendeiner Band oder so. Man merkt schon richtig, dass Yokos Mutter gegen Papiko eine Abneigung hat. Wie gesagt, ich muss sagen, das war wirklich ein sehr gutes Kapitel. Es hat den ganzen Kampf gut ausklingen lassen. Es ging allerdings auch voran. Wir haben hier jetzt nicht nur Yoko und Papiko gehabt, die sich gefreut haben, dass sie jetzt wieder zusammen sind und dass der Kampf vorbei ist. Nein, es ging auch direkt mit der Story weiter. Jetzt kam mal Yokos Eltern dazu. Die haben jetzt auch Papiko kennengelernt. Der Pacing war ziemlich gut für das Kapitel. Und man muss sagen, es ist das dritte Kapitel in Folge, was gut ist. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Oku ist wirklich wieder zurück. Und ich hoffe, dass Oku jetzt das Niveau hält. Es fühlt sich aber zumindest an, als ob Oku jetzt so langsam gefunden hat, wieder, er ist halt wieder, ja, wie bei seinen anderen Werken, man darf einzig vergessen, Oku ist ja kein schlechter Autor. Ich meine, Zero One, das Werk, was Oku vorher ganz gezeichnet hat, war sehr gut. Ganz ist ein absolutes Meisterwerk, ich glaube, das muss ich nicht sagen. Und Inuyashiki ist auch gut. Ja, selbst seine Love Story-Reihe, die war nicht schlecht. Und selbst Hen hatte ja noch auf eine Art was Unterhaltsames. Und auch seine Short Stories kann man sich als Fan mal geben. Wie gesagt, also wieder, er ist an sich ja kein schlechter Autor und hat es ja mit drei Werken gezeigt, dass er es wirklich drauf hat.
Und die langsam bessert sich Gigant wirklich jetzt, will ich nicht gedacht. Drei gute Kapitel in Reihenfolge. Und wenn man die drei so nacheinander liest, kommt auch wirklich Spannung auf. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Diese Cliffhanger, die halten weiter entspannt, was bei den vielen Kapiteln vorher nicht der Fall war. Da war es mir egal, wie es weitergeht. Jetzt freue ich mich allerdings schon richtig auf das nächste Kapitel und bin gespannt, was uns da jetzt noch so erwarten wird. Hoffentlich ist Oku jetzt wieder richtig zurück und liefert jetzt richtig gute Kapitel ab. Denn das braucht Gigant jetzt. Wie gesagt, wir haben gesehen, Oku hat es noch drauf. Und ja, mal schauen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich denke mal, jetzt werden ein paar ruhigere Kapitel kommen. Ich denke jetzt erstmal viel Theater mit Yokos Familie. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann plötzlich wieder ein neues Monster auftaucht oder Ete was macht. Oder dass sie, dass während da irgendwelche Probleme entstehen, sich Yoko und Papikum und die DVD anschauen und auch halt weiter forschen, was das jetzt mit diesem komischen Teil am Arm zu tun hat. Ich denke mal, wir werden vielleicht sogar noch kurz was vom US-Kampf sehen, mal schauen, wie der ausgegangen ist. Wie gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, und dass die beiden dann so ein bisschen rumforschen, vielleicht bevor der nächste Kampf losgeht, falls sie wieder zu weiteren Kämpfen kommen, falls sie ab jetzt halt immer neue Monster kommen. Kann ich mir aber vorstellen, da es halt sehr wohl an Ultraman angelehnt sein soll. Halt damit im Großmachen und dann gegen Monster kämpfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt halt alle paar Kapitel ein neues Monster bekommen, gegen das Papiko kämpfen muss. Wie gesagt, Gigant Kapitel 21 war richtig gut, muss ich sagen. Gigant bessert sich. Drei gute Kapitel in Reihenfolge. Hoffen wir, dass das so bleibt. Und dann würde ich mal sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen.